vorgestellt. Graveyard Keeper, Breaking Dead mit dem DLC Stranger Sins. Wir sind in der Folge Vorschau Nummer 10. Ja, springen wir rein in unser Spiel. Wir hatten letztes Mal bis auf einen Punkt den Friedhof fertig. Wir mussten dann aber wieder Energie tanken und haben uns dann fürs Schlafen nach diversen Bären entschieden, die wir da gegessen haben. Und dann sind wir jetzt wieder voller Energie. Und ja, gucken zu, dass wir weiterkommen, ne? Wir können ja mal gucken, können wir da gerade was reinschmeißen? Ja, können wir. Feuer ist noch drinne? Ja, Feuer ist noch drinne. Dann läuft das erst. Schauen wir mal, dass wir erst da unten hinkommen und das bauen. Leichen 0 von 1. Gucken, dass wir es da hinkriegen. Ich glaube, eine Grabumrandung hat man noch im Gepäck, wenn. Und nur 4 geblieben, nicht 5. Komisch. Ja, wollen wir hoffen, dass es mit diesem jetzt erledigt ist, wenn wir das da hinsetzen. Ja, da sind unsere 5 Punkte. Wunderbar. Ja, und mehr haben wir auch nicht, ne? Ich glaube, dann waren unsere Rahmen erstmal leer, genau. Was mir aufgefallen ist beim Kontrollieren des Videos, wir haben hier mal Gust was verstreichen lassen von der Zeit. Jetzt müssen wir ganz schnell mal gucken, wer von den NPCs gerade aktiv ist. Der Kaufmann. Ah, der Papst hier ist sein Motto, der predige sehr wohlhabend aus, erreiche 5 auf dem Friedhof. Die haben wir jetzt und er ist jetzt auch da. Er müsste also kommen eigentlich und das Wichtige ist, dass wir den Astrologen nicht verpassen mit dem Mond. Und der kommt nämlich im nächsten Quartal hier oder was es auch immer ist. So, wir sind drinnen und es wird jetzt Tag. Ich glaube, wir haben ihn nicht verpasst, das kommt jetzt erst noch und dann müsste er sich eigentlich hierher bewegen, oder? Hier ist jetzt nichts neu. Tür ist verschlossen, genau. So, jetzt müssen wir gucken, was wir dann tun. Da kommt er ja schon. Na gut, dann gehen wir wieder zum Friedhof, wenn er schon unterwegs ist. Und warten, was er uns dann gleich zu sagen hat, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Los, Papst, sei nicht päpstlicher als der Papst. So, da unten ist er, da kommt er hoch. Und jetzt sieht er den tollen Friedhof schon bestimmt. Wie kann ich den Friedhof ordnen? Ich habe den Friedhof repariert. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Hiermit erinnere ich dich offiziell zum Wärter dieser heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf deine erste Predigt vor. Haha, was für eine Ehre für dich, wenn... Schade, also stellst du dich einfach an die Kanzel und sprichst die Worte. Klingelbeutel da unten hat. Welche Worte? Die Worte, ha, eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Hänge ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musikbar, hol dich eine, mache eine schöne Massa. Kurz gesagt, der ganze Kram hilft dir dabei, mehr Glauben zu bekommen. Ich glaube, es und glaube, es macht. Das ist natürlich freigeschaltet. Erstellen ehrliches Gebet. Eine Reihe berührender Worte. Deine Gemeinde wird mehr, keine Ahnung, was produzieren. Perk-Prediger, Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Also los. Sehr interessant. Sehr interessant. Können wir ihm noch was fragen? Gucken wir mal. Rede nicht mit mir, rede mit dem Volk. Aha, das Episkop ist da oben dann angezeigt. Okay, dann Kirchenqualität. Flüchtiges Gebet. 10 für eine Erfolgszeremonie benötigt ein paar Worte ohne wahre Inspiration. Funktioniert trotzdem irgendwie. Effekt, Glaube, mal 2. Gefertigt an Tisch, Tisch. Ja, okay. Sollte man das jetzt nehmen? Anfertigen. Zock. Möge die Macht mit euch sein. Ah, nicht übel, aber meine Predigen sind viel besser.
Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwie Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Du findest die bestimmt alle komisches Zeug. Einer der Werte hat wissenschaftliche Experimente betrieben. Haha, da kannst du alles wegwerfen. Blaupausen Arbeitstisch, sammeln alte Bücher. Perk, wissbegieriger. Du gräbst tiefer, findest das Wissen der Dinge, einen Gegenstand zu studieren, verrät dir vielleicht eine Geschichte. Ich erzähle den Leuten von deiner nächsten Zeremonie, vielleicht taucht ja nächste Woche sogar jemand auf. Jungs, es ist als Prior jetzt deine Pflicht, jeden eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich, rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ha, ich muss jetzt los, die Luft ist hier so trocken, das ist nicht gut für meine Haut. Okay. Ah, Gebet ist nur einmal verfügbar. Da gibt's nichts, aber wir haben unten noch was. Da kann man aber momentan nichts bauen, nur entfernen. Okay. Was sagt uns das hier? Plus. Ach so, wenn wir mehr Bänke aufbauen, werden wir dann auch mehr für die Kirche kriegen. Hier ist nichts, okay. Aber hier war noch ein Kellereingang, oder? Aha, und hier ist alles kaputt. Ach, und da ist unser Freund von irgendeiner anderen Seite. Und das kann man hier noch nicht wegräumen. Okay, hier gibt's Chaoslösung. Gibt's Beschleunigungspuder, Rezeptschnelligkeitstrank und Blut. Sehr interessant. F. Also er repariert das dann. Ah, macht's zu klein Holz auch sehr schön. Na, dann ist das auch weg. Hier kann man nichts machen. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Dann reißen wir das erstmal alles hier weg. Lauter Balken kriegen wir da raus. Oh, da war mehr drin, wie nur Balken, Notizen, ruiniert. Das Buch. Da können wir nichts machen. Hier könnte man ausräumen. Dafür braucht man das aber alles Dings. Ja, und hier kommen wir auch nicht weiter. Auch nichts. Haben wir hier schon geguckt? Ah, Arbeitstisch kann man da bauen. Alles klar. Kegelförmige Gefäße braucht man dafür. Okay, jetzt gehen wir mal an den Arbeitstisch da oben, ob da schon was zu machen ist. Studieren. Okay, dabei komme ich hier irgendwas. Ja, soll man wohl so machen, ne? Dann weiß ich aber nicht, was ich damit anfangen soll. Achso, wenn wir da jetzt nochmal hingehen und da draufklicken, dann können wir hier jetzt... Ah, dann gibt's, wenn wir den untersuchen, bekommen wir hier Glaube und Wissenschaft. Alles klar, dann wird das ja schon... Achso, wir müssen dafür eine Wissenschaft aufnehmen. Nee, wir kriegen aus dem Schädel Glaube und das. Und was kann man noch nehmen? Steine. Oh, da gibt's auch viel von. Was ist denn jetzt gerade entbehrlich? Dann untersuchen wir das doch da mit einmal, oder? Also, da müssen wir F drücken, um das zu machen. Eisen, der Seegegenstand zerfallen in... Erfolgreich studiert. Kann man das nochmal machen? Nein, das kann man nur einmal machen. Ja gut, dann machen wir das auch mit der Holzplanke. Kriegen wir erstmal Punkte ohne Ende zusammen. Kriegt man sogar den Balken wieder. So ist nicht. Ja, dann... Ah, uns fehlt Glaube. Und ich glaube, es ist eine Leiche gekommen. Gut, wir haben keinen Glauben mehr. Das bedeutet, wir können auch erstmal rausgehen. Tja, da haben wir jetzt die Kirche schon auf sogar.
Ach, jetzt ist hier auch offen, der Postkasten. Von Leiter der königlichen Schatzkammer. Wir sind froh, dir sie wieder von der Kirche des Friedhofs zu gratulieren zu können. Okay. Wir können dir aus der Mitteilung, durch die Verwendung dieser Ländereien zum Objekt gründlicher Legislatur geworden bist. Alle Strukturen auf den Ländereien verbleiben im Besitz der Kirche. Alle Länder und Gebäude, die nicht tiefer als 1 königliche Sprung und 4 königliche Sprungweiten betragen, gehören laut der uralten Abmachung der königlichen Familie und der Stadt. Durch diesen Briefkasten hast du nun Zugriff auf die Dienstleistung der königlichen Schatzkammer. Deiner Steuern kannst du ebenfalls auf dem Postweg bezahlen. Schönen Tag noch und immer dran denken, König Joe VII. Liebt dich. Aha. Jetzt weiß ich nicht, Exmierungserlaubnis. Ah, jetzt kann ich da irgendwie einen rausholen. Dafür habe ich bezahlt, oder was? Bürger. Bauerlaubnis zurück. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Steht da jetzt noch was, was Teil freischalten? Der Teil ist wegen Kultisten aktiviert und gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Wir könnten jetzt hier aber jemanden dann exkommunizieren oder wie das da auch immer heißt. Ah, da müssen wir erst was abreißen, damit es besser wird. Okay, machen wir jetzt aber nicht. Wir sind noch in dem Quartal da oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und hier sitzt der doofe Esel wieder. Scheint ja ganz gut klar zu kommen. Ja, ich habe gerade die Kirche eröffnet. Also gehört dir jetzt alles? Ich glaube. Ich gratuliere, du hast echt Glück, diese ganze Kapitel zu bekommen. Dein eigener Boss zu sein, Kapital. Du bist jetzt ein Kapitalist. In dieser Welt bekommt ein hart arbeitender Esel wie ich einfach keinen Huf auf dem Boden. Selbst du profitierst jetzt von meiner billigen Arbeit. Ich kann dich nicht mehr als Genossen bezeichnen. Das kann ich nicht tolerieren. Hier hast du ein Geschenk von mir. Jetzt habe ich da eine Leiche. Nee, doch nicht, oder doch? Karottensamen, okay. Das war Dung, oder was? Und die Leiche ist schon runter, ne? Die ist schon unten angekommen. Da rechts liegt sie nämlich. Was ist das? Bist jetzt ein Geistlicher? Sieht so aus. Ich kann nicht nach dem Tod erinnern. Vielleicht ist dort gar nichts. Oder ich habe es wieder vergessen. Weißt du, ich hatte diese nützliche Angewohnheit. Gut, dann holen wir jetzt die Leiche mal da weg. Und legen die da drauf und machen eine Autopsie. Ja, zack, Knochen entfernen. Nee. Fleisch. Haut. Und Schädel machen wir auch noch fertig. Und was war das? Ärztefusch. Ja, was machen wir damit? Geht nicht. Ach, so wie es aussieht, können wir nicht mehr alles mitnehmen, ne? Geht hier was zu bauen noch? Vorbereitungsplatz, Pritsche. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir was einlagern. Wir sind hier im neuen Dingens. Lass uns erst gucken, wer da jetzt dran ist. Der Pfeil geht nach oben, der Pfeil geht nach unten. Ah, das ist jetzt bei ihr jetzt. In diesem Bereich kann ich dann dahin. Verweise, dass man sich mit ihr unterhalten kann. Was lassen wir denn hier? Glaube.
Ach, das ruinierte Buch, da sollten wir vielleicht auch mal die Holzscheite können wir hier lassen und die Planken können wir auch hier lassen. Die Karottensamen, die pflanzen wir ein. Ach so, da war noch was zu mitnehmen. Okay, das war jetzt nicht sinnig, das mitzunehmen vielleicht, ne? Die Karotten brauchen aber keine Stäbe. Aber hier sind die Samen. Fertig. Wunderbar, dann kriegen wir auch schon unseren ersten Samen. Kann man denn hier irgendwas jetzt reinweisen? Nein. Irgendwann finden wir das aber auch raus. So, dann gehen wir mal zur Dame und fragen die nochmal was, weil jetzt ist ja gerade Zeit dafür. Also mal gucken. Die war im Wirtshaus, oder? Ist denn schon im nächsten Quartal? Nee, das dreht sich so rum. Danach kommt das. Ich glaube, den Dingen sind wir wieder verpasst hier, den Astrologen, ne? So, wo ist er? Da oben. Du schon wieder. Sei selbstsicher. Okay, dafür brauchen wir Glauben dann, oder was? Gut. Das kriegen wir jetzt hier nicht. Achso, verlassen. Das hat, so ein Pech nicht heute. Ah, sie haben ein Siegel. Ich brauche immer noch das Siegel. Was können wir denn handeln? Irgendwie braucht man auch noch Schnaps oder sowas. Ne, ein Bier oder was war das für den Geist? Wir haben aber nur 9 Kröten, das reicht also nicht. Verkaufen können wir auch nichts, also können wir das erstmal hier bei Roderick vergessen. Warte, wir haben jetzt die Kirche ja offen, ne? Oh, komm jetzt mal hier weg. Mit dem können wir nicht sprechen. Mit dem auch nicht. Dem auch nicht. Und der kriegt das, wo er die Tinte bekommst. Aber die Arbeit liegt mir nicht, aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist damals hier zum Leuchtturm gekommen. Mich versorgt, wo wir diese Lächel Streit hatten. Also Papier und Tinte, alles klar. Geht in der Kirche vielleicht. Aber hier jetzt gerade nicht. Ja. Hier sind lauter Bärenbüsche. Ja, können wir denn hier was schmieden? Ne, das war hier nicht, sondern wenn war es da. Anfertigen. Machen wir die Schippe wieder scharf, oder wie ist das? Können wir mit dem reden? Ja. Können wir mit ihm auch handeln? Ach, das will der alles haben. Sehr schön. Ja komm, das ist gut, dass wir es mitgenommen haben, dann verkaufen wir das eben. Verkaufen wir erstmal nur das. Ah, so lange dauert das bis Level 2, okay. Aber den Rest lassen wir erstmal so. War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Hm, Stickies mitnehmen. Holzstückchen. Kann man hier was machen? Nein, kann man nicht. Okay, dann ist das da auch erst erledigt. Die Dame war nicht und dann müssen wir weiter gucken. Der Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein, okay. Da kommen wir nicht mit weiter. Ja, lass uns mal gerade schauen, was unser... Ich muss zurück nach Hause und deine Frau kommen. Ja, hol deinen Schädel von deiner Leiche, das haben wir immer mit. Die Schlange, da sind wir noch gar nicht weiter. Ich weiß, dass man sich mit dir unterhalten sollte. Okay, das ist mit dem Glauben. Esel hat noch keine Aufgabe, Steinmetz auch nicht, Bauernsohn. Triss.
Finde einen Stempel im Körper von Roderick's Fleisch. Den Stempel weiß ich auch nicht mehr, wo ich den herkrieg. Chriswold. Motten müssen wir irgendwo fangen. Ich finde Papier und Tinte. Die soll in der Kirche sein. Bringe 4 silberne Fischfilets. Weiß ich auch noch nicht wie. Eine Eisenaxt. Wie kriegen wir denn für den Holzfäller eine Eisenaxt? Die müssten wir auch irgendwo fertigen können, oder? Schade ist, hier kann man nirgends was anklicken, dass wir da mehr erfahren. Die anderen haben wir nichts. Doch hier oben. Gib ihm 12 Karotten, 12 Kürköpfe und 12 Rüben. Brennholz und 10 Flugblätter für die nächste Verbrennung. Hol dir eine Flasche Wein. Weinbilder haben, okay. Ist die Frage, wo ich den Wein wegkriege, ne? In der Pinte ja nicht, oder? Können wir nochmal gucken. Ich glaube, Wein hatte der nicht. Bier, Bier, Kürbissuppe, Linsen, Sauerkraut, Fischnuggets, Lachs, Omelette, Fischsuppe, Rübenscheiben, Karottenschnitzel, Brot, Brennholz und Zwiebelringe. Wahrscheinlich müssen wir da erst Stufe 2 haben, ne? Kann man aber nicht unbedingt sehen, was dahinter ist, aber es könnte hier vielleicht Wein sein. Aber vielleicht sollten wir von dem Essen mal was kaufen, oder? Das kostet 10. Bringt 12. Was bringt denn hier so richtig viel Energie? 18 ist schon das meiste, ne? Oh, die Suppe bringt am meisten. Bringt 24. Ist das gleiche, wenn wir 2 davon nehmen. 15. Ja. 6 Energie gibt's für 5 Kröten. Ja, das ist so. Das bedeutet, hier muss es viel für geben. 36. Gebratener Lachs. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das von ihm kaufen. Weil dann steigt das hier auch. Glaube ich jedenfalls. Ja, gut. Jetzt haben wir so eine Mahlzeit mehr, ne? Horadrek, du bist der Beste. Jetzt ist zu überlegen, was das nächste ist, was wir tun werden. Ja, ich bin nicht so stark. Kannst mich umlaufen. Da waren wir schon. Gab's hier irgendwas? Halt, stopp, da gibt's eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Ist hier unten noch beim Bauernhof was? Da sitzt jemand. Komme ich da unten lang, okay? Töpfert. Handeln hat er Lehm. Keramikschlüssel, Schüssel, nicht Schlüssel, Schüssel. Kaufen wir doch mal eine, oder? Ist aber hier nichts mehr geworden. Ich glaube, wenn man verkauft an dem, dann kriegt man was mehr vielleicht. Ach, da kann man wirklich nur von da unten rauf. Super, oder? Kann ich denn hier was mopsen? Nee. Da gab's nichts. Hier kommen wir hoch. So, da sind wir hergekommen, dann gehen wir wieder zurück. Da oben war der Müller und unten? Weiß ich gar nicht mehr. Oder war unten der Müller? Ne, hier ist der Bauernhof. Ich muss meine Arbeit erlegen oder der Vater wird wirklich böse sein. Verlassen. Dann machen wir weiter. Handeln. Was hat denn der Bauer hier für mich? Ach, der hat hier Zeug. Karotten. Karottensamen.
Weizensamen. Ich brauche Kohlsamen, wenn. Rübensamen. Kohlsamen. Okay. Kaufen wir. Mehl brauchen wir nicht. Weizensamen. Lass uns mal gerade die Aufgabe gucken, die wir hatten. Das war Karotten, Kohlköpfe und Rüben. Okay, Karotten haben wir schon. Dann brauchen wir noch Rüben. Handeln. Rüben. Rübensamen. Kaufen wir. Okay. Haben wir das. Können wir auch die Aufgabe noch erfüllen. Gut, dann müssen wir noch ein paar Beete machen wohl. Das kriegen wir aber auch hin. Wird schon werden. Wo ist die Plantage? Da. Ja, aus Beet bauen. Ach, mach drei. Kompostraumkiste, Beet mit Stäben, ne? Brauchen wir erstmal nicht. Jetzt basteln wir erstmal die Beete. Na, keine Energie mehr. Aber das hat noch gerade so geklappt. Karottensamen. Nee, Karotten haben wir schon gemacht. Mach lieber die anderen Sachen. Oh, da brauchen wir vier Stück von. Wir haben jeweils nur eine gekauft. Na super, das hat ja gut geklappt. Können wir also nochmal hinlaufen und dann nochmal das Ganze hinzufügen. Warte mal. Na, so viel Feuer ist da nicht im Ofen, ne? Erstmal das. Wieso macht er das jetzt nicht? Ach, wir brauchen erstmal Holz, damit wir das machen können, ne? Holzscheite. Feuerholz gibt's hier, oder? Aber wir haben da keinen Holzscheit. Also keinen. Doch, Holzscheit für Feuerholz brauchen wir erstmal. Das wird also auch nicht da gemacht. Wo wird denn das jetzt wieder gemacht? Da nicht. Ach doch, wird da gemacht. Geht. Nicht genug Ressourcen, okay. Weiter. Das ist alles nicht das, was ich gerade will. Machen wir einen Holzscheit. Aber jetzt ist die Energie wieder alle. Ja, aber diesmal machen wir das, obwohl wir haben den Lachs, ne? Aber nein, wir machen jetzt hier wieder eine Pause und gehen eine Runde schlafen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann die Holzscheite machen, um dann Brennholz zu bekommen, um dann wieder Eisen herzustellen. Ja, und wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen, genauso wie, dass ihr das Video auf anderen Kanälen teilt. Recht herzlichen Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!